Oh shit, man. Life is life, oder was? Pablito Escobars Ferienhaus gewesen, ja? Ja! Snake, oh shit. Ich hab einfach gedacht, das ist eine Hyäne, na man. Bruder, erzähl mal ganz genau, wie war das mit dem Scooterunfall, Bruder? Während ich so an dem Auto vorbei wollte, fängt der Scooter an zu rutschen so. Ich fall grad um, ich schmeiß den Scooter nach hinten. Ich bin der Highest im Club. Bestell mir noch ein Glas, ja, sie wackelt mit dem Arsch und sie drückt mich ans Fenster. Yeah. Wir sind wach heute nah. Zu zweit aus dem Club und oh shit, man. Life is life, oder was? Es geht ab, Leute, alles gut. Twitch streamen in, man. Wir sind wieder online, Digga. Ich hab die Haare schön, ja? Ich war gerade beim Friseur. Grüße gehen raus an Carmelito. Vejo, wie das läuft, Bro. Ich hab gestern Nacht mein ganzes OBS drin gerichtet, na, man. Also ist voll geil, Digga. Jetzt habe ich hier alles so schön am Start, Bro. Hast du schon zu dieser Wohnung ein Video gedreht? Haustour? Yes, Bro. Auf dem Hauptkanal. Check mal ab. Meine neue Wohnung in Tulum, Mexiko. Was zahlst du für deinen Friseur? 350 Pesos, Bro. Ist auf jeden Fall auch nicht so günstig, ne? Das sind Deutschlandpreise. 15 Euro sind es, glaube ich. Hast du Schlangen in Mexiko schon gesehen? Ja, Bro. Tafnis Records ist auch wieder da, Digga. Du bist überall, Bro. Ich küsse dein Herz, Digga. Grüße gehen raus auf jeden Fall. Willkommen auch auf dem neuen Kanal hier. Lasst auf jeden Fall auch ein Follow da, meine lieben Freunde. Wir müssen den neuen Kanal jetzt hier wieder aufbauen. Wenn ihr mir folgt, dann kriegt ihr auch eine Benachrichtigung. Solltet ihr eigentlich auch eine Benachrichtigung bekommen, wenn ich online komme, ja? Ja, Mann. Lass mal zusammen angucken, Digga. Ich hab die doch in meinen Highlights drin, Bro. Können wir uns zusammen reinziehen. Aber das war eine kleine, dünne Snake, Bro. Die Skinny-Vibes, Digga. Die muss noch ein bisschen mehr pumpen auf jeden Fall, die Schlange. Warte. Aber man weiß natürlich auch nicht, an was man da so ist, ne, meine lieben Freunde. Ob die jetzt gefährlich sind oder nicht, I don't know, Bro. Ich kenne mich da jetzt auch nicht so gut aus, Digga. So, Reaction, boom, boom. Dann gehen wir mal hier in den Highlight rein, Bruder. What's up, Mitch? Gang. Hard life. Hard not life, Bro. Tschüss. Wie ist von der Lautstärke her? Welcome to Mexico, motherfuckers. Welcome to Mexico, motherfuckers. Me, I'm super duper and I'm super duper fly. Carmelo, bester Mann, Digga. Auch sie macht einfach selbst Cornrows. I be the greatest. Tell them. Casa Maica. What is that? Pablito something Escobar was living here. Crazy. Das ist Pablito Escobars Ferienhaus gewesen, ja? Da müsste man eigentlich mal auch eine Tour machen, Digga. Schreibt mal eins in den Chat, wenn ich da mal irgendwie eine Tour organisieren soll, Freunde. So, das ist der legendäre Baum, Digga. Ich muss ehrlich gestehen, ich habe mich noch nicht getraut, von hier oben zu springen. Ich bin von hier ungefähr gesprungen bis jetzt. Aber ich habe auch dem Brian versprochen. Ich habe gesagt, letztes Mal war ich mit Brian da. Ich habe zu Brian gesagt, Bro, nächstes Mal, wenn wir an die fucking Cenote gehen, springe ich von ganz oben, Digga. Scheiß drauf. Kann doch nicht sein. Ja! Crazy, bro. French connection, bro. So, wir wollten aber die Schlange, wollten wir. Hier ist sie. Oh, shit. Skinny Vibes. What's that? Snake? Oh, shit. Guck mal, die war lang, Digga. Guck mal, wie lang die ist, Digga. Crazy, ne? Das war's schon. Ja, Mann. Jetzt kommt gleich noch hier der Gecko, Digga, hier, oder wie die Dinger heißen. Ich liebe die Tiere, Digga. Die Dinger liebe ich über alles, Bro. Ich schwör's dir, Digga. Ich bin, wenn ich die sehe, jedes Mal bin ich glücklich, Bro. Ich zieh mir die so rein, ich denk mir so, krass, Alter. I'll be in New York with the Gangster. Der war auch krass, der Hund. Ich hab einfach gedacht, das ist eine Hyäne, na man. Aber Ähnlichkeiten sind da, ne? Sei ehrlich. Yeah, ich muss auf jeden Fall mal wieder ein paar Highlights da reinholen, meine lieben Freunde. Das war auf jeden Fall die kleine Snake, die ich gesehen habe. Bruder, erzähl mal ganz genau, wie war das mit dem Scooterunfall? Bruder. Digga, Alter. Ja, das will ich auf jeden Fall mal kurz erzählen. Bro, ihr müsst euch vorstellen, ich bin so auf dem Scooter.
und ich bieg so ab, gib gerade Gas und wollte dann rechts an einem Auto vorbei und dann über die Ampel driven so. Und die Ampel war grün, Digga, weißt du? Ich war gerade nämlich am, ich war so gerade am Gas geben, so aus der Kurve raus beschleunigt, Digga. Aus der Kurve raus beschleunigt und wollte dann wieder überholen und dann über die Ampel so. Der war das, ne? Und dann, während ich so an dem Auto vorbei wollte, fängt der Scooter an zu rutschen so. Und ich denke, hä? Ich denke, okay, das ist irgendwie so, ich hatte das schon mal, aber das war nichts Wildes. Und hab dann einfach Gas gegeben, Bro. Und als ich Gas gegeben habe, ist der Scooter komplett nach rechts abgedriftet, so, ne? Und ihr müsst euch vorstellen, ich saß so auf dem Scooter, Digga. Ich saß so auf dem Scooter, ich geb so... so saß ich auf dem Scooter, Digga. Ich geb so Gas, der rutscht so weg. Ich fall grad um, ich schmeiß den Scooter nach hinten und lauf dann so weiter, so. Und stand dann so da. So. Und ich war so voll im Schock, Digga, weil ich bin echt nicht, also ich bin echt nicht langsam gefahren so. Und ich habe gerade Gas gegeben und ich war so verwundert, Digga. Ich guck so meine Füße, ich guck, hä, nichts passiert, Digga. Ich denk so, krass, Bro. Also wäre ich da mit dem Scooter mitgegangen, wäre ich einfach mit dem fucking Scooter mitgegangen, dann wäre ich gefickt gewesen so. Digga, heftig. Heftig, Mann, Alter. Ich sag, ey, Bruder, ich war echt noch eine Stunde, zwei Stunden danach noch so, Bruder, was wäre wenn im Kopf gehabt, so, weißt du? Ich habe noch keinen Unfall bis jetzt gehabt hier, noch keinen Scooter-Unfall gebaut so. Ein paar von meinen Jungs mussten das schon mitmachen. Der eine hat 5 Stiche am Fuß, 4 Stiche an der Hand aufgerissen und so. Heavy, Digga. Heavy auf jeden Fall. Also an alle Scooter-Driver, passt auf, Digga. Krokodile im Fluss hätte voll Paranoia. Ja, Krokodile gibt's da auch. Da, wo ich die Snake gefilmt habe, da gibt's wohl auch ein Krokodil. Aber die sollen wohl nicht gefährlich sein, weißt du, wie ich meine so? Die haben auch Angst vor uns Menschen, die kommen nur raus, wenn da komplette Ruhe ist, nachts und so, kommen die raus und machen da ihr Ding. Und wenn du die nicht abfuckst, dann machen die dir auch nichts so. Ja, letztens war ich auch mit so 2 Deutschen und dann sage ich so, ja, hier kann alles sein, das ist klar. So, ah, die lachen dann so, hahaha, was für alles sein, hier sind niemals Krokodile, niemals irgendwie so und so und so. Ich sag, doch, wir sind, ihr dürft nicht vergessen, wir sind immer noch in the middle of the fucking jungle, so, ne? Wir sind immer noch in der Mitte von dem Dschungel, so. Also Tulum ist ja eine Stadt und ein Dorf quasi und außenrum ist nur Dschungel, Digga. Und natürlich kann da alles sein, als ob die Tiere jetzt sagen so, nee, Tulum ist jetzt Touristengebiet, wir gehen da jetzt nicht mehr hin. Der ist das nicht, Digga. Die denken, das ist Malle. So auf den, Tafnis, ich schwöre dir, auf den. Die denken, das ist Malle so. Die kommen hier hin und die denken so, ja, Urlaubsgebiet, geil und so, dies, das, bla, 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 Bro. Wir sind immer noch in Mexiko. Caribbean Vibes so, Jungle, tropisch. Apropos tropisch, heute ist ein Hurricane angesagt, der trifft auch Tulum. Hurricane Grace that we've been tracking, it's been moving towards the Yucatan, just made landfall just south of Tulum. Eigentlich hatte ich gedacht, der geht an Tulum vorbei, also hatten wir alle gedacht so, aber jetzt haben wir doch die Warnung bekommen, dass er wohl doch über Tulum geht. Ich habe die Nachricht bekommen, lad deine Devices alle auf und dann alles aus dem Strom rausziehen, alle Fenster zu und chillen, Digga. So. Wie ist in Tulum Moped fahren? Achten Autos auf dich und so oder muss man vorsichtig sein? Musst du auf jeden Fall vorsichtig sein, Bro. Auf jeden Fall, Digga. Also, als Motorradfahrer generell, hat mein Onkel mir damals schon immer beigebracht, musst du für die ganzen Autofahrer, für 5 Autofahrer mitdenken. Also du musst vorausschauend fahren einfach. Du musst immer davon ausgehen, dass der Autofahrer ein Vollidiot ist und dich nicht auf dem Schirm hat und einfach sein Ding macht so. Und so musst du halt driven. Hier so ist natürlich nochmal ein bisschen mehr durcheinander, aber ich bin ein relativ guter Auto, also ich kann das relativ gut vorausschauend fahren. Deswegen passiert mir eigentlich auch nichts. Ist normal, Digga. Ich bin auch schon in Istanbul Auto gefahren, da ist auch wild. In Berlin ist auch wild, Digga, ist auch nicht zu unterschätzen. Also musst du auf jeden Fall aufpassen, Bro.